Ja, guten Tag, ich bin's wieder, euer Charlie. Ich befinde mich hier in Bad Heilbrunn in Oberbayern zu einer Reha-Maßnahme. Pilzefilme und Angelfilme kommen später. Heute habe ich mir mal so ein Fahrrad gemietet und möchte mal so ein bisschen in der Gegend rumfahren. Ja, seid dabei, guckt's euch an. Ich hoffe, der Film gefällt. Bis später mal. Ja, das ist jetzt ein Blick über den Kräutergarten. Hier vorne ist noch so ein kleines Bächlein. Und hier sind überall Kräuter angebaut. Ja Leute, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, was für Mengen an Bärlauch hier wächst. Also das ist hier der ganze Boden, der ist voll damit. Also da würden wir uns im Sauerland, würden wir uns darüber freuen. Aber schaut selbst. Ich gehe jetzt mal hier so rüber, das ist hier also quasi direkt an der Straße. Wächst das hier in ganzen Büscheln. Also ich denke, der würde sogar noch auf der Straße wachsen. Also der wächst hier wiesenmäßig. Ja, und das schmeckt auch wirklich gut. Also das ist knoblauchig. Das ist Ramsau. Ja, als Rams bezeichnen hier in Oberbayern den Bärlauch, also ist das hier die Au mit Rams. Da gehe ich auch schon wieder aus Ramsau aus, raus Richtung Oberbuchen, ja irgendwie nach Bad Tölz. Ja, hier fehlt nur so ein ganz kleiner Pfad die Kirche hinauf. Muss man ganz schön weit laufen. Also die Leute, die Angst haben, aus dem Sauerland Radl zu fahren, die sollten mal nach Oberbayern kommen. Hier geht es nicht nur steil hinunter, sondern auch wieder steil hinauf. Asmahügel. Auch schön diese Aue mit ihren Schlüsselblumen. So, jetzt bin ich schon in der Nähe von Bad Tölz. Kann man da hinten schon Berge sehen. Hier aber Rassen. Habe mal eine leckere Flasche Bier gekauft. Na denn. Mal ein bisschen Hopfen. Ah, lecker. Ja, so ein bisschen anhopfen sollte man sich schon auf so einer Tour. Prost. Ja, jetzt bin ich hier mitten in der Botanik und nach Bad Heilbrunn ist noch 5 Kilometer und heute habe ich schon zurückgelegt, ja, fast 24 Kilometer.
Wo keiner sah, ich tät nichts. So, hier irgendwo eine Botanik, komm hier an der Kapelle. Erbaut 1717. Die Tür steht offen, da kann man mal reingucken. Ja, hier ist ein Stock, um Kühe zu treiben. Jetzt bin ich hier oben auf dem Berg, auf dem Buchberg nehme ich an. Die mäßige Steigung habe ich jetzt hinter mir. Aber es geht. Ja, ich denke, dass diese mäßige Steigung auch irgendwann mal aufhört. Ja, aber wo es rauf geht, geht es erfahrungsgemäß auch wieder runter. Da freue ich mich schon drauf. Runtersausen. Irgendwie hier ist die Welt zu Ende. Aber es geht weiter. Ein uralter Bilderstock. Und hier geht es auf dem Feldweg weiter. Da habe ich mich aufs Runtersausen gefreut und dann hier so eine Buckelpiste. Naja gut, geht eben langsam runter. Ging ja auch langsam rauf. Ja, da unten ist Oberbuchen, wo wir jetzt drauf gucken, da sind wir gerade dran vorbeigekommen. Ja, und am Horizont das Karwendelgebirge. So, und aus diesem Bärlauchwald hier oben, da werde ich mir ein paar Blätter mitnehmen für meinen Salat heute Abend. So, da liegt er gut, da kommt er heile an und gut ist. Na, da wissen wir ja ganz genau, warum die Mädels immer so gerne Ohrringe tragen. Also die Kühe, die machen es ja auch, ne? Sieht man ja hier. Ein Mountainbike habe ich nicht, also wird hier runter geschoben. So Leute, der Film ist jetzt zu Ende. Naja gut, viel zu sehen gab es nicht, nur Landschaft und Botanik. Aber vielleicht mal das nächste Mal. Also, tschüss.